Vor Augen nur dichter Rauch, der im Licht der Handlampe reflektierte. Dazu mehrere hundert Grad Celsius Temperatur. Unter diesen Bedingungen stießen die Feuerwehrkameraden am 24. Juni zur Brandstelle vor. Wir sind hier in Hohenstein-Ernstthal bei den Textile Action Days, einer Ausbildungsveranstaltung eines österreichischen Herstellers für Schutzbekleidung für Feuerwehren. Und ein Teil dieser Ausbildungsveranstaltung ist eine Brandcontaineranlage, wo die Teilnehmer ja praxisnah erfahren können, wie sie in der Brandbekämpfung von Innenräumen vor sich gehen können. Praxisnah heißt, dass im Container ein Wohnraum nachgestellt wurde, wie ihn die Feuerwehrkameraden im tatsächlichen Ernstfall vorfinden könnten. Zum einen ist die beschränkte Sicht, es ist dunkel da drin, es gibt eine krappe Kriechstrecke drin, also aus Containern gebaut, wo sie in geduckter Haltung oder kriechen vorwärts sich bewegen müssen hin zu einer Brandstelle und wo sie dann dort auch Löschmaßnahmen einführen müssen. Die Veranstaltung fand zwar auf dem Hof des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Hohenstein-Ernsthal statt, aber das Angebot Action Days nutzt nicht nur die Hohenstein-Ernsthaler. Wir haben jetzt hier aus dem ganzen Nahbereich Sachsen, aber auch aus Thüringen und auch aus Bayern Gäste, die hier letztendlich die Praxis erfahren können. In Praxis vor allem erleben, was den Unterschied der Schutzbekleidung ausmacht. Sie haben letztendlich ihre Einsatzschutzausrüstung hier mitgebracht, beziehungsweise bekommen sie auch von uns als Test gestellt. Sie erlernen das richtige Ankleiden der Einsatzschutzausrüstung, die Grenzen der Einsatzschutzausrüstung kennen und wie sie richtig hier in den Brandräumen vorgehen können und wie sie dementsprechend den maximalen Schutz auch erlangen können. Zu den Action Days gehörte nicht nur der Einsatz im Brandraum. Wir haben 5 Praxisstationen und auch Fachvorträge. Das reicht von Rückhaltesystemen, die hier ausgebildet werden oder die man erproben kann. Wir haben Strahlrohrtraining hier, wir haben Fachvorträge zum Bereich Innenbrandbekämpfung, also taktisches Vorgehen, sodass der Feuerwehr oder die Feuerwehreinsatzkraft eine Vielzahl von Erfahrungen hier aus dieser Veranstaltung mitnehmen kann. Dass die Veranstaltung in der Kamai-Geburtsstadt durchgeführt wurde. Die Feuerwehr Hohenstein-Ernsthal ist Kunde der Firma Texport, also ist mit der Einsatzschutzkleidung unseres Herstellers ausgerüstet und so besteht dort eine enge Verbindung zu dieser Feuerwehr und da hat sich es angeboten, hier an dem idealen Platz diese Ausbildung durchzuführen. Einige, die in dem Container verschwanden, hatten bereits bei ähnlichen Übungen Erfahrung sammeln können. Für andere war der Brandcontainer Neuland, aber allesamt. Also das, was wir heute gehört haben, direkt nach den Durchgängen, ist natürlich erstmal Begeisterung, sowas mal erleben zu können, aber auch ein Stück weit geschafft sein, weil das auch eine Belastung auf den Körper ist, die man nicht alle Tage hat. Weil es eine Belastung ist, ist das Richtige davor wichtig. Ja, ich glaube, man muss sich erstmal körperlich fit fühlen, man sollte vielleicht ausgeschlafen sein nach Möglichkeit und sich auch mental sammeln, weil das sind schon von der Belastung für Kopf und Körper schon nicht gerade gewöhnliche Aufgaben, die man dort lösen muss. Danach gibt es auch einiges, was man falsch machen kann. Wie es besser wäre, bekamen die Teilnehmer genauso vermittelt. Während die einen das im Brandcontainer Erlebte sacken ließen, standen schon die nächsten bereit, hautnah Grenzerfahrungen zu machen.